Stuttgart hat ausgewaltert, neue Wendung im Fall Haaland und Atletico sucht sich ein paar Aussortierte zusammen. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Flo. Los geht's. Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Hansi Flick weiterhin Bayern-Trainer bleiben wird und gestern wurde auch nochmal gesagt, dass man sich vorstellen kann, weiterzumachen mit ihm über 2020. Jetzt gibt es aber jemanden, der das nicht so sieht, beziehungsweise das gerne anders hätte. Und zwar, wer hätte es gedacht, Jonas Hummels. Hansi Flick ist meiner Meinung nach, auch so verbal gesehen in den Medien, momentan nicht der Trainer, der die langfristige Lösung der Münchner sein sollte. Warum sollte Hansi Flick nicht der Richtige sein, wenn es mit den Erfolgen weiter bergauf geht, man vielleicht sogar die Liga gewinnt noch, nachdem man irgendwie Siebter war oder so, vielleicht in der Champions League weit kommt, DFB-Pokal gewinnt. Warum sollte Hansi Flick dann nicht der Richtige sein? Natürlich, wenn er die Erfolge nicht bringt, dann kann man sich darüber unterhalten. Aber ich finde Hansi Flick eine super Option, denn ist einfach ein cooler Typ. Ein anderer deutscher Club macht mit seinem Trainer nicht weiter, und zwar der VfB Stuttgart. Die haben sich kurz vor Weihnachten darauf geeinigt, dass Tim Walter nicht weiter Cheftrainer beim VfB Stuttgart wird. Und Thomas Hitzlsperger hat sich dazu natürlich auch geäußert. Es war unser Wunsch und klares Ziel, gemeinsam mit Tim Walter unsere kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die Rückkehr in die Bundesliga und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft. Dabei wurde zunehmend deutlich, dass unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Kaders zur Realisierung unserer sportlichen Ziele bestehen. Wir bedauern diesen Schritt, weil Tim sich mit großem Engagement und großer Leidenschaft beim VfB eingebracht hat und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Bezüglich eines Nachfolgers haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Ja, und weil ich den VfB Stuttgart nicht so genau verfolge, habe ich da keine wirkliche Meinung zu, aber Tim Walter schien mir immer ein ganz guter Trainer zu sein und auch Platz 3 in der Tabelle ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Was sagt ihr zur Entlassung von Tim Walter beim VfB Stuttgart? Erling Braut Haaland war ja bei 3 Clubs ganz besonders im Gespräch. Favoriten auf einen Transfer waren der BVB, RB Leipzig und Manchester United. Jetzt, wenn man italienischen Medien, genauer gesagt Tutto Sport und Corriere dello Sport, glauben möchte, hat Erling Haaland sich für einen ganz anderen Club entschieden, und zwar Juventus Turin. Und das Ganze soll nicht wie angenommen über Ausstiegsklausel gehen, das wären ja 20 Millionen Euro, sondern die alte Dame soll bereit sein, 30 Millionen Euro zu bieten, einen 3-Jahres-Vertrag für Erling Haaland vorzubereiten und er verdient dann 3,5 Millionen Euro im Jahr. Und wie gesagt, diese Meldung kommt sowohl vom Tutto Sport als auch von Corriere dello Sport. Beide Medien sind aber mit Vorsicht zu genießen, denn die haben schon den ein oder anderen Fehler in ihrer Berichterstattung gemacht. Ich wollte es hier nur mal ansprechen, vielleicht ist es ja auch doch richtig und Haaland geht dann im Winter zu Juventus Turin. Das ganz klare und ausgesprochene Ziel des HSV ist es, in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga zu spielen. Und dafür will Bernd Hoffmann, seines Zeichens Sportvorstand beim Hamburger Sportverein, auch eventuell in dieser Wintertransferphase ein bisschen Geld locker machen, damit man den Kader punktuell verstärken kann. Es besteht Konsens darüber, dass wir etwas machen könnten, wenn wir glauben, dass es der richtige Weg ist. Weil der HSV besonders auf den Außenverteidigerpositionen durch Verletzungen geplagt ist und auch im Offensivbereich so ein bisschen nachbessern sollte, könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich ein, zwei Transfers kommen, ein bisschen was passiert. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wen ihr beim HSV sehen wollt. Atletico Madrid möchte sich auch gerne noch ein bisschen verstärken, und zwar mit 2 Spielern, die ablösefrei im Sommer zu haben sind. Edinson Cavani und Nemanja Matic. Cavani möchte man allerdings schon im Winter holen, denn man hat gerade ein bisschen Probleme im Sturm und möchte deshalb sich noch verstärken. PSG weigert sich aber, beziehungsweise hat keine Not, ihn zu verkaufen, denn man ist auf das Geld, ganz ehrlich, überhaupt nicht angewiesen. Es wäre zwar die letzte Möglichkeit, nochmal Geld mit Cavani zu machen, aber ganz ehrlich, man braucht es einfach nicht, weil PSG, das ist klar. Und außerdem möchte man noch eine zusätzliche Option auf der Bank haben für die Champions League, um ein bisschen zu rotieren. Ganz klar ist aber, die neue Nummer 1 im Sturm ist Mauro Icardi. Der hat sich da festgespielt und Cavani ist erstmal nur Rotationsspieler. Und das ist natürlich nicht der Anspruch des Uruguayers. Und warum Atletico Madrid nicht einfach bis 2020 wartet, um ihn dann ablösefrei zu kriegen, ist ganz einfach. Man braucht einen schnellen Ersatz für Diego Costa, der am Rücken operiert wurde. Und seien wir mal ehrlich, Alvaro Morata, meh, und Joao Felix bringt auch noch nicht das auf den Platz, was man sich von ihm versprochen hatte. Und auch Nemanja Matic soll auf der Wunschliste von Atletico Madrid sein. Dessen Vertrag läuft auch im Sommer 2020 aus und bei ihm möchte man dann eben noch dieses halbe Jahr warten und ihn dann zu Atletico Madrid holen. Um diese beiden zu verpflichten, müsste man aber noch 1, 2 Leute abgeben, wenn nicht sogar 3 oder 4, denn diese Gehaltsobergrenze, die ist ja im
spanischen Fußball gibt, die darf nicht überschritten werden. Und mit diesen beiden Transfers wäre das dann auf jeden Fall der Fall. So Leute, jetzt seid ihr wie immer gefragt, wen soll der HSV holen? Ist Juve wirklich die richtige Station für Haaland und wollt ihr Cavani eventuell sogar bei Atletico sehen, lieber als bei PSG? Alles unten in den Kommentaren. Ich wünsche euch schöne Feiertage und wenn nicht feiert, dann einfach schöne freie Tage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier findet ihr noch zwei andere Videos. Klickt auf jeden Fall drauf, es lohnt sich. Bis dann.